Jetzt haben wir alles. Sehr gut. Genau. Idealer hätte es nicht laufen können. Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Anfrage, kannst du dir das vorstellen? Vorstand, das gibt nicht viel zu tun. Okay. Und dann haben sich in der ersten Sitzung im neuen zusammengesetzten Vorstand alle ganz vornehm zurückgehalten, wo es um das Präsidialamt ging. Und ich stand dann bei den nicht so Freiwilligen zuvorderst und habe das übernommen. Ein gut funktionierender Verein. Das erste Thema, das dann kam, war, ja, wir brauchen ein bisschen einen anderen Namen. Nicht zuletzt auch, das muss man sagen, wegen den Romans und den Tessiners, die noch nicht im Verein sind, aber wegen den Romans, weil Akkads kann man in der Romandie nicht aussprechen. Und wir wollten für die ganze Schweiz dastehen. Wir haben lange darüber diskutiert, im Vorstand hin und her debattiert, auch mit Grafikern zusammengearbeitet, wie soll das aussehen. Wir sind dann zu Swiss Assessment gekommen, das war zuerst vielleicht noch gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube heute, ich spreche da vielleicht nicht ganz für alle, aber ich denke, für die meisten Swiss Assessment kommt ein bisschen runder daher als das Akkads Schweiz. Das war so die erste große Geschichte, die wir im neuen Vorstand dann über die Bühne bringen mussten. Und wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, ja, was wollen wir in dem Verein in den nächsten Jahren? Vielen Dank. Und haben uns eine Strategie überlegt, eine Mission und sind dann zu diesen zwei Schlagworten gekommen, Swiss Assessment vereint die Besten, auch im Hintergrund mit der Zertifizierung, da wollen wir ein Schlaglicht setzen, dass Unternehmungen dabei sind, die sich zertifizieren lassen, die diesen Aufwand auf sich nehmen und die für dann objektiv da gute Qualität nach außen tragen, im Vereinssinne auch, immer im Hintergrund der Verein Swiss Assessment. Und Qualität erzeugt Quantität, dort die Idee, wir haben noch Potenzial zu wachsen. Es können noch mehr Mitglieder werden. Wir sind noch nicht so groß, wie wir das gerne hätten und hatten da auch Ideen entwickelt, wie das weitergehen könnte. Zwei davon stelle ich kurz dar. Jetzt eben die Zertifizierung, die wir dann eingeführt haben, umgesetzt haben. Das meiste war gelaufen. Wir konnten das da im neuen Vorstand übernehmen und dann auch die ersten Zertifikate offiziell übergeben. Das waren gerade eine große Anzahl, die sich da in den letzten Zeiten zertifiziert haben lassen. Das war so einer 2013 der Höhepunkte da dieser Vereinsversammlung. Also die Zertifizierung als Eckpfeiler. Dann, was wollen wir im Verein bieten? Hubert hat es erwähnt, wir wollen mehr Anlässe bieten. Nicht nur die zwei Top-Anlässe im Frühjahr und im Herbst, sondern mehr anbieten, mehr Auswahl, dass auch wenn man mal an einem Termin nicht dabei sein kann, dass man trotzdem noch in den Genuss kommt des Vereinslebens und die Leute trifft. Und ich denke, wenn man auch 2016 anschaut, da haben wir jetzt das Niveau erreicht, mehr braucht es sicher nicht mehr. Und es ist eine bunte Mischung, die wir da versuchen zusammenzustellen. Und das an dieser Stelle gesagt, wir sind immer froh und offen, auch von Anregungen, für Anregungen von eurer Seite, was wären spannende Themen, die wir da noch behandeln könnten. Dann Publizität, das geht in die Richtung, die uns Professor Cunning da angedeutet hat. Wir versuchen präsent zu sein in einem Fachjournal für HR-Fachleute und in jeder Ausgabe einen Artikel zu schreiben, wo wir ein Thema aufgreifen und das dann näher beleuchten. Da ein bisschen Arbeit leisten, es ist wirklich mehr dahinter, gute Personalselektion zu betreiben, als man das so denken könnte. Dann ein Jahr später das zweite Ehrenmitglied, Raimund Biri war da schon Ehrenmitglied, als Gründer, Vater, oder die Idee geliefert hat, dann Hubert An für seinen wirklich unermüdlichen Einsatz als Präsident und dann weiter noch jetzt
als Zertifizierungsverantwortlicher. Das war nicht an dieser Zertifizierungsfeier, das ist eine Motivationsveranstaltung an der ETH gewesen. Aber ich habe gefunden, das ist Hubert, so wie er sich präsentiert. Auch 2014, das war nicht ganz unumstritten, haben wir vom Vorstand aus die Öffnung des Vereins vorgeschlagen. Und zwar, dass auch Leute dem Verein beitreten können, die selbst keine Personalselektion oder Assessments durchführen, sondern am Thema interessiert sind. Wir dachten da vor allem auch an Studierende, dass wir die ins Boot holen können. Also der Verein soll für alle da sein, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und es soll nicht so sein, dass die Vereinsmitgliedschaft quasi ein Gütesiegel ist, dass wenn man hinschreiben kann, ich bin Mitglied von Swiss Assessment, dass das gleichzeitig heißt, wir machen Assessments auf höchstem Niveau. Da gehen wir immer noch davon aus, dass diejenigen, die Assessments durchführen und Vereinsmitglieder sind, das auf hohem bis höchstem Niveau machen, ob sie zertifiziert sind oder nicht. Aber wir haben ein Qualitätslabel geschaffen, die Zertifizierung, und aus diesem Grund dachten wir, okay, jetzt können wir den Verein öffnen, die Vereinsmitgliedschaft soll allen offen stehen. Jetzt zur Zukunft sind wir schon angelangt, das heute hatten wir mit dem 2016, mit den Veranstaltungen. Die Zukunft, wir sind daran im Vorstand uns wieder Gedanken zu machen, wo wollen wir uns hin entwickeln. Wir haben die Zertifizierung, die ist etabliert, wir haben die Zertifizierung zum ersten Mal durchgeführt, da sind wir auf gutem Wege, wo soll es jetzt hingehen? Und Hubert hat das angetönt, das mit den Arbeitsgruppen, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Was uns als Vorstand am Herzen liegt, ist, dass wir wieder Möglichkeiten schaffen zum Austausch. Plattformen, wo sich Mitglieder austauschen können und das nicht nur auf den Aperol schieben, sondern wirklich Veranstaltungen bieten, wo der Austausch leben kann. Und ein Umsetzungsversuch wird sein, der nächste Herbstanlass, also jetzt in einem Jahr, wird nicht mehr traditionell ein Referat beinhalten, sondern wir werden einen ganzen Tag uns Zeit nehmen und quasi Workshops anbieten oder sagen wir einen Mini-Kongress durchführen. Wir werden das Datum sehr früh bekannt geben. Wir sind angewiesen auf die Mitarbeit von euch, weil die Idee ist, dass ihr diese Workshops anbietet. Zu Themen, die euch beschäftigen, wo ihr denkt, da möchte ich mich mit anderen austauschen. Also mal als Versuch, diese Kommunikation, diesen Austausch zu fördern. Und das andere, die Frontalveranstaltungen werden weiterhin so anbieten. Also das ist mal eine Idee, die wir nächstes Jahr da umsetzen werden. So, und jetzt zur nahen Zukunft. Apero, yeah! Yeah.